السلام عليكم. شكرا اخي. السلام عليكم. هو كم شخان هي ولا ده؟ ده؟ والله والله بيزون الشيء ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. يا اخي ده هذا يعني الحمد لله جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالكم؟ عليكم. ما شاء الله. السلام عليكم. كيف حالكم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بوسة هاي السيارة. ما شاء الله. ان شاء الله. اوكي ايش فقعد يا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, wer hat keinen Eintritt bezahlt? Inshallah, Alhamdulillah. Also, ich wollte mich erstmal beschweren. Bei euch. Und bei der Organisation. Also, ich habe gar keine Polizei gesehen, viel zu wenig. Also wenn ich beim nächsten Mal komme, möchte ich mindestens 500 Polizisten im Einsatz sehen. Aber vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht muss ich wieder mal für einen Skandal sorgen oder so. Was? Lauter? Bitte hinsetzen, wenn es geht. Ja, inshallah. Ja, ist ein bisschen eng, Alhamdulillah. Aber Brüder ihr und Schwestern, ich denke, Schwestern sind auch hier. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich bin wirklich ganz glücklich, heute bei euch zu sein. Alhamdulillah. Und wirklich, diese Tage waren für mich auch eine große Freude. Ich war gestern auf dem Weg nach Österreich gewesen. Unterwegs hat eine Inderin angerufen, die vorher Hinduistin war. Und die hat den Islam angenommen, Alhamdulillah. Heute nach der Freitagspredigt hat eine ehemalige Nicht-Muslime den Islam angenommen. Alhamdulillah. Es wird immer mehr, es wird immer mehr und inshallah kann uns keiner stoppen. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Unsere Pflicht ist es, den Gläubigen zu helfen, zum Sieg. Und ich sage hier, und ich meine damit nicht, dass wir irgendjemandem wehtun wollen oder dass wir irgendjemanden verletzen wollen oder irgendwelche Dinge übertreten wollen, sondern ich meine damit, dass wir die Herzen der Menschen erobern wollen. Und Alhamdulillah, der Widerstand, der bröckelt und bröckelt und wir machen weiter. Und inshallah bis zum letzten Atemzug. Und Brüder und Schwestern, das sollte auch eure Einstellung sein, dass ihr bis zum letzten Atemzug weitermacht, dass ihr für diese Religion lebt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über den Propheten Ibrahim alayhi salam: قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ La sharika la, wa bi dhalika umirtu wa ana awwal muslimin. Und das gilt eigentlich für alle Propheten. Dass wenn du hörst, was heißt Islam? Was heißt Islam? Viele sagen, Frieden. Islam bedeutet Frieden, sagen sehr viele. Aber linguistisch heißt es eigentlich nicht Friede. Nein, sondern Islam bedeutet, aber ist kein Problem. Weil das sagen alle. Also ist gut, dass du das gesagt hast, weil hätte ich jetzt hier gefragt, das hätten bestimmt 70, 80% gesagt.
Aber was richtig ist, ist, Islam ist eine Religion, die zum Frieden ruft. Islam ist eine Religion, die den Frieden bringt. Islam, dieses Wort, kommt von der Wortwurzel Frieden. Und unser Ziel ist Dar es Salam, das Haus des Friedens, ein Name des Paradieses. Und der Name Salam, der wird im der Name As-Salam ist ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Name von Allah. Und der Name Harb, Krieg, das Gegenteil von Frieden, ist ein Name, den der Prophet a.s. verabscheut. Und Ali wollte zuerst einen seiner Söhne so nennen, und der Prophet hat ihm gesagt, er soll ihn nicht Harb nennen, sondern er soll ihm die entsprechenden Namen geben, die auf etwas Gutes hindeuten. Weil Hassan bedeutet etwas Gutes, und Hussein ist eigentlich der kleine Hassan in dem Sinne, Alhamdulillah. Und deswegen, ich wollte euch fragen, was ist heute das Thema, wisst ihr es? Warum kommt der Westen zum Islam? Ihr kennt sicherlich viele Freunde, die den Islam angenommen haben. Ihr habt sicherlich im Internet schon sehr oft gesehen, dass Leute den Islam angenommen haben, oder? Was denkt ihr, ich will irgendwie hier Hawar eröffnen, weil das uns manchmal sehr weit bringt. Was denkt ihr, was ist der Grund dafür, dass der Islam sich so verbreitet? Trotz diesen ganzen Kampagnen, die man überall hat, trotz der ganzen Entstellung der Botschaft, trotz Millionen und Milliarden von Dollars, die ausgegeben werden, um den Islam zu stoppen. Wie kann das sein? Es wird so viel dagegen Propaganda gemacht. Zusätzlich dazu, man könnte auch fragen, warum nehmen nicht noch mehr Leute den Islam an? Ja, zusätzlich dazu noch Muslime, die den Islam falsch verstehen, die den Islam falsch präsentieren. Davon haben wir genügend in Deutschland. Glaubt es mir, bei meinem Vater oder in der Umgebung von meinen Eltern, meine Mutter, die haben eine Kneipe, ja? Da wird Karneval gefeiert und so weiter. Ja? Wisst ihr, wie viele dort jetzt ein besseres Bild vom Islam bekommen haben? Die haben vorher gedacht, die ganzen Leute, die auf der Straße so rumlaufen und die einen auf cool machen wollen, ja, ey, Handy her. Ja? Die haben gedacht, das hätte was mit Islam zu tun. Die Leute sind so, weil sie den Islam praktizieren. Und das wird ja auch vermittelt von einigen Verbrechern. Im Internet gibt es Internetforen. Jedes Mal, wenn irgendwo irgendein Türk oder irgendein Araber oder irgendwas weiß ich, ein Albaner oder irgendjemand, der sich dem Islam zuschreibt oder zugeschrieben wird, irgendjemanden geschlagen hat, irgendjemanden ausgeraubt hat, heißt das, siehste, haben wir doch gesagt, die Muslime, die sind so. Hä? Und ihr seht das sicher, ich weiß, ob es in Österreich auch so extrem ist wie bei uns. Bei uns wird es langsam immer extremer. Aber Alhamdulillah, wir haben den Menschen klar gemacht, dass das falsch ist, dass der Islam eine Religion ist, die zum Guten ruft. Alhamdulillah. Aber was denkt ihr, sind die Gründe, die Leute trotz dieser ganzen Entstellung der Botschaft zum Islam bringen? Ihr kennt vielleicht. Wer ist hier konvertierter Muslim? Bei den Frauen mehr. Bei den Frauen mehr. Wer ist nicht Muslim oder noch nicht Muslim? Habt ihr keine Leute mit? Ah, sind welche, die wollen es nicht teilen. Kein Problem. Okay, noch nicht Muslim. Inshallah ändert sich das heute. Hoffe ich. Inshallah. Auf jeden Fall. Was denkt ihr sind die Gründe, dass Leute den Islam annehmen? Was habt ihr gehört? Der richtige Weg ist. Was? Der richtige Weg ist. Der richtige Weg, ja, okay. Er sagt gerade, weil es der richtige Weg ist. Ja, stimmt, aber woher weiß er, dass das der richtige Weg ist? Ja, guck mal, Finger aufzeigen, weil ansonsten haben die hier vorne sitzen, Vorteil gegen die hinten sind. Okay. Ich glaube daran, dass der Hauptgrund dafür ist, dass man im Islam eine Antwort für jede Frage kriegt. Im Gegenteil zu den anderen Religionen, wie zum Beispiel speziell die Frage, das Leben nach dem Tod. Ja, Mashallah, er hat gerade gesagt, ich glaube, einer der Hauptgründe dafür ist, dass man im Islam für jede Frage eine Antwort bekommt. Und insbesondere auf die Frage des Lebens nach dem Tod. Die Antwort ist super, aber ich würde noch etwas hinzufügen. Denn wenn wir einfach nur sagen, wir kriegen eine Antwort, also ich will das noch etwas, inshallah, die Antwort etwas perfekt, weil die Antwort gefällt mir. Weil wenn ich sage, wir kriegen eine Antwort, dann reicht das nicht. Wir müssen sagen,
Sie kriegen eine plausible, logische, bewiesene Antwort. Etwas, was vorne und hinten passt. Auf die wichtigste Frage. Und er meint auf die Frage nach dem Tod. Was passiert nach dem Tod? Und das ist jetzt, warum erzähle ich euch diese Sachen? Ich erzähle euch das, weil ihr Gesandte des gesamten Allahs sein sollt. Ihr sollt euch heute nicht hier hinkommen, weil ich ein paar Scherze mache oder was auch immer, ja, oder weil ihr mich mal sehen wolltet, sondern ich will gerne, Brüder, dass ihr einige Argumente raussucht, mit denen ihr rumgeht, mit denen ihr in die Schule geht, zur Arbeit geht, zu eurem Arbeitgeber geht, wo was auch immer, mit den Menschen kommuniziert, mit den Menschen in Kontakt tretet. Ja? Und ich komme zu diesem Punkt. Er hat gesagt, insbesondere das Jenseits. Hier gebe ich euch ein Beispiel. Laut Bibel, Johannes 16, Vers 12, da sagt Jesus laut Bibel, ich habe euch noch vieles zu sagen, ihr könnt es aber jetzt noch nicht tragen. Wenn aber, und das ist jetzt das griechische Wort, Parakletos bzw. Periklitos kommt, der wird euch in der ganzen Wahrheit, die ganze Wahrheit lehren. Ja? So. Jetzt sagen wir, wenn wir jetzt die Botschaft von Jesus gucken, ich komme jetzt darauf zurück, und Isa und die Bibel anschauen, man sieht, dass so gut wie, oder dass sehr wenig über das Detail des Jenseits erzählt wird. Wenn wir wissen als Menschen, wir wissen, dass wir länger tot sind, als wir lebendig sind. Das Leben ist ein kurzer Moment. Wenn du heute zum Friedhof gehst, dann wirst du viele Geburtsdaten und Sterbedaten sehen, wo du siehst, dass Menschen länger tot sind, als sie überhaupt gelebt haben. So, wenn du das weißt, dass das diesseitige Leben, und jeder Mensch, der sich darüber Gedanken macht, weiß, dass das diesseitige Leben ein D-Zug ist. Es ist schnell vorbei. Es gibt einen Satz, der für jeden Menschen zutrifft. Wisst ihr welcher? Du wirst bald sterben. Denn selbst wenn du 80 Jahre alt wirst, ach, es ist morgen vorbei, das geht ratzfatz. Hier, wer ist über 50 Jahre alt hier? Wer ist über 50? Du zum Beispiel. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, wann du 30 gewesen bist, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, das ging ratzfatz. Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, 1996, wo ich deutscher Juniorenmeister im Boxen geworden bin, ja, es ging ratzfatz, die Zeit läuft wie ein D-Zug. Ich weiß noch gut damals, der erste Vortrag, den ich gemacht habe, als ich 2006 aus Mekka gekommen bin, das ist mir heute eingefallen, war in Hessen gewesen und in einer bestimmten Stadt. Und ich habe dann zwei Jahre später in derselben Stadt, ungefähr zur selben Zeit, noch meinen Vortrag gemacht. Und da habe ich gedacht, boah, zweijähriges Jubiläum. Das war 2008. Jetzt sind wir schon wieder vier Jahre weiter. Wenn ich überlege, wie schnell die Zeit vergeht, sie rast an einem vorbei. Wenn du deine Kinder siehst, das heißt, du realisierst dadurch, Brüder und Schwestern, ihr realisiert dadurch, dass wir nur einen kurzen Moment leben. Und das ist etwas, was Allah uns veranschaulicht im Koran. Was sagt Allah im Koran? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Das heißt, das diesseitige Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Das jenseitige Leben ist aber das Leben, wenn sie nur wüssten. Das ist ein kurzer Moment. So, wenn wir jetzt wissen, das ist ein kurzer Moment, und Gott, der allmächtige Gott, der uns erschaffen hat, der will uns berichten, dass, was der Weg zum Jenseits ist, ist es nicht logisch, dass er uns klar machen will, was im Jenseits passiert, was auf uns zukommt? Und du findest, was will ich damit sagen? Ich erkläre es euch. Stell dir mal vor, du hast einen Lehrer. Welcher Lehrer ist der beste Lehrer? Der beste Lehrer ist der Lehrer, der den Schüler motiviert und der den Schüler auf das vorbereitet, was auf ihn zukommt im Test. Das ist der beste Lehrer. Stell dir mal vor, du hast einen Lehrer, ja, und dann kommt im Test was ganz anderes, was du gar nicht durchgenommen hast. Stell dir mal vor, du hast einen Lehrer, der lehrt dir zwar das, was im Test kommt, aber der motiviert dich nicht. Jetzt, wer ist der beste Lehrer? Der Prophet a.s.
hat wie kein anderer Lehrer, wie kein anderer Prophet uns darauf aufmerksam gemacht, was im Jenseits passiert, was man isst, was man trinkt, was es in der Hölle gibt, was es im Paradies gibt, welche Stufen es gibt, was man trinkt, was man als Kleidung tragen kann, was, wie die Frauen aussehen, wie die Männer aussehen, alles Mögliche detailliert bis ins letzte Detail. Und was will ich hiermit sagen? Es kommt mir vor, als wenn diese Aussage von Isa a.s., der einer ist, den wir lieben. Und ich möchte hier etwas betonen für Nichtmuslime, die hier sind, und auch für euch, dass ihr das betont, wenn ihr mit Nichtmuslimen redet. Sagt zu den Nichtmuslimen, der Islam ist die einzige Religion, wo es eine Bedingung ist für die Annahme des Glaubens, dass man an Jesus glaubt, als Gesandter des allmächtigen Gottes, der Wunder gewirkt hat mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes, der Tote lebendig gemacht hat mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes, der Blinde sehend gemacht hat mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes, der geboren wurde durch eine Jungfrau, die Jungfrau Maria. Es ist sehr wichtig, dass man das erwähnt, aber der nicht anbetungswürdig ist. Denn Isa hat sich selber nicht angebetet. Und das sage ich zu jedem Christen, der vielleicht im Internet zuhört oder draußen ist oder hier ist. Ich sage zu ihm, nimm dir Jesus als Vorbild. Nimm dir Jesus als Vorbild. Und Jesus, Isa a.s., hat niemals gesagt, man solle ihn anbeten. Sondern Isa a.s. hat gezeigt, wie man Gott anbetet. Bete Gott, bete den an, den Isa angebetet hat, so wie Isa ihn angebetet hat. Wie hat Isa ihn angebetet? Matthäus 26, Vers 39. Er fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zu sich selber, zu Maria, zu Paulus, zu Petrus, zum Heiligen Christus. Wem betete er? Zum Heiligen Antonius? Zu dem allmächtigen Gott, zu Allah. Und wie hat er gebetet? So wie die Muslime heute beten. Denn Isa selber war auch ein Muslim. Was heißt Muslim? Denn hier kommen wir auf den Begriff zurück. Muslim heißt jemand, der sich Gott ergibt. Jemand, der sich Gott hingibt. Und alle diese Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit dieser grundlegenden Botschaft. Diene dem einen allmächtigen Gott alleine und verlasse die falschen Götter. Allah sagt im Koran, Sure 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, dass sie den Menschen lehren, diene dem einen wahren Gott und verlasse die Anbetung der falschen Götter. Und Allah lehrt uns detailliert, was die falschen Götter sind. Seines Götzen, seines Leute, die für sich in Anspruch nehmen, Halal und Haram zu machen. Seines Wahrsager etc. Das sind alles falsche Götter. Ja? Das muss man verinnerlichen. Jedenfalls kommen wir zurück zum Thema. Ich sage, das ist ein Beweis und ein guter Punkt, dass der Islam, dass Leute zum Islam kommen. Erstens, weil wir sagen, der beste Lehrer ist der, der am besten beibringt, was auf einen zukommt. Und es gibt keine Religion, die dies so tut, wie die Botschaft des Propheten Mohammed a.s. In der Bibel findest du nur Bruchstücke über das Jenseits, was dort passiert. Im Koran findest du alles detailliert. Und ich sage euch eins, es ist oft so, weil ich bin selber ein neuer Muslim, es ist oft so, dass sich die Meinungen unterscheiden. Die Gründe, warum jemand zum Islam konvertiert, sind unterschiedlich. Bei mir beispielsweise waren die Dinge, die vom Jenseits erwähnt wurden, nicht so entscheidend. Aber ich kenne andere Leute, denen es ins Herz hineingegangen ist und dadurch ist der Iman gekommen. Ihr müsst eins wissen, Brüder und Schwestern, das ist sehr wichtig für die Dauer. Menschen, die Folge haben, Menschen, denen gefolgt wird, die haben verschiedene Eigenschaften. Einem wird gefolgt, weil er schön ist. Zum Beispiel irgendein Model oder irgendein Schauspieler. Ja, er hat viele Fans beispielsweise, weil er oder sie besonders gut aussieht. Diese Eigenschaft können auch Propheten haben. Zum Beispiel Yusuf a.s. war besonders schön gewesen.
Manchen wird gefolgt, weil sie besonders reich sind. Alle wollen mit ihnen was zu tun haben, ja? Weil sie besonders reich sind, sind besonders mächtig. Ein Bill Gates, wo keiner will was mit ihm, würde was mit ihm zu tun haben wollen, wenn er nicht so viel Kohle hätte, ja? Aber dadurch, dass er viel Kohle hätte, wollen ihn alle gerne kennenlernen. Vielleicht können sie auch was abstauben, ne? Auf jeden Fall, die Eigenschaft, viel Geld zu haben, können auch wer haben? Können auch Propheten haben. Zum Beispiel der Prophet Suleiman war besonders reich gewesen. Macht, auch Prophet Suleiman, Prophet Dawud, das können alles Propheten haben, dadurch haben sie Folger. Logik, es wird manchen Menschen gefolgt, weil sie eine besondere Logik haben, zum Beispiel Philosophen wie Aristoteles etc. Und diese Logik haben auch die Propheten, können auch Propheten haben. Wie zum Beispiel Ibrahim a.s., wie logisch er argumentiert hat, als er zum Ein-Gott-Glaube aufgerufen hat, aber auch der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihnen allen. Aber es gibt eine Eigenschaft, die dazu führt, dass die Menschen dem Islam folgen, die hat kein anderer. Das ist die Fitra. Was bedeutet Fitra? Fitra ist die natürliche Veranlagung für den wahren Glauben. Und deswegen erlebst du es oft, dass Leute etwas sehen vom Islam, die sehen, jemand betet, und auf irgendeinen Grund, den sie nicht erklären können, geht der Iman in ihr Herz rein. Wir kennen so viele Geschichten, jemand ist in Marokko, hört den Iman, und auf irgendeinem Grund geht der Iman in sein Herz rein. Ach, wir haben Leute erlebt, ja, was sie begeistert hat, ist, dass sie gesehen haben, was den Iman gebracht hat. Sie haben gesehen, wie Muslime Wudu gemacht haben, sich so oft gewaschen haben. Und deswegen ist der Akhlaq auch so wichtig in der Dawa. Der Akhlaq ist sehr wichtig in der Dawa. Das Praktizieren des Islams ist sehr wichtig in der Dawa, weil du praktizierst manchmal etwas, wovon du niemals denken würdest, dass das jemanden berührt. Und das berührt dem, fällt dem ins Herz rein. Ich gebe euch ein Beispiel, insbesondere das Gebet des Sujud. Abu Bakr radiallahu anhu, der wollte auswandern aus Mekka. Der wollte aus Mekka auswandern, weil so viel Druck auf sie gekommen ist. Und als er ausgewandert ist, da hat er unterwegs einen gewissen Ibn Durunna getroffen. Das war ein Führer der Ahabish, verschiedene Stämme auf der arabischen Halbinsel. Und dieser Ibn Durunna, der kannte Abu Bakr aus der Jahiliya-Zeit. Und er war kein Muslim gewesen, aber er war jemand, bei dem einige gute Eigenschaften zu finden waren. Und er hat gesagt, so jemand wie du, den schmeißt man nicht raus und der geht nicht raus und er wird nicht rausgeschmissen sozusagen. Denn du bist ein guter Mensch und er zählt gute Eigenschaften von Abu Bakr auf. Dann hat er gesagt, geh zurück, du bist in meinem Schutz. Das nannte man damals Jiwar. Das heißt, verschiedene Mushrikun, die haben zum Beispiel verschiedene Sahaba geschützt. Zum Beispiel der Prophet wurde von Abu Talib geschützt. Und später, nachdem Abu Talib gestorben ist, Mut ibn Adi. Ja, er wurde von denen geschützt. So, das heißt, er hat gesagt, geh zurück. Du bist in meinem Schutz. Und es wurde dann angekündigt, er ist im Schutz von Ibn Durunna. Und dann haben die Quraysh, guck mal, eine Bedingung gestellt. Welche war die Bedingung? Okay, da wird nicht angefasst, aber er darf nicht an der Kaaba beten. Warum? Ach, weil der Satan ihn eingeflüstert hat, wie viel Einfluss das öffentliche Gebet in Khushu'a mit Furcht, mit Demut von Abu Bakr auf die Herzen der Menschen hatte. Deswegen haben sie ihn verboten. Was hat Abu Bakr dann gemacht? Der hat zu Hause gebetet und dann hat er zu Hause dann im Hof gebetet und dann konnte ihn trotzdem jeder beim Gebet sehen. Und dann sind die Mushriku bald ausgeflippt. Also das heißt, die haben versucht, ihm hier einen Weg zuzumachen, hat einen anderen Weg gefunden. Aber was zeigt das noch? Das zeigt, dass Abu Bakr verstanden hat, wie wichtig es ist, den Islam öffentlich zu zeigen. Guck, ganz logisch. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist die Wichtigkeit des Akhlaqs. Aber ich wollte etwas sagen. Weil es gibt leider einige Leute, die denken, Akhlaq alleine reicht. Die sagen, wir praktizieren einfach Islam und das war's. Aber das ist nicht richtig. Sondern Akhlaq und die Dawa müssen zusammenkommen.
es gibt manche, was ist, du kriegst die Frage gestellt, was ist wichtiger, Akhlaq oder Aufruf zu Tawhid? Ach, diese zwei Sachen, die widersprechen sich nicht. Du musst beides gleichzeitig machen. Du musst gleich, beides gleichzeitig machen. Das ist so, was ist wichtiger, Fisch zu kochen oder den Fisch zu fangen? Ja? Wenn du den Fisch nicht angelst, dann kannst du auch nicht kochen. Und wenn du nicht kochst, was bringt dir der Fisch, den du geangelt hast? Fängt an zu stinken. Ja? Das heißt, diese Sachen müssen zusammenkommen. Man muss sich bemühen, das Beste zu geben. So. Das war jetzt von ihm. Guck mal, wie, jetzt guck mal durch seine Antwort. Das ist mir vorher bei der Vorbereitung gar nicht in den Sinn gekommen, wie viele Sachen wir dadurch wieder reflektiert haben. Wer hat ein anderes Beispiel, was Menschen dazu bringt, den Islam anzunehmen? Bitte. Man kann die ganze Existenz erklären mit Islam, mit Koran. Die ganze Existenz, du meinst die Schöpfung beispielsweise. Und, du meinst naturwissenschaftliche Beweise, super, sehr gutes Beispiel. Guck mal, das ist ein super Beispiel. Es gibt Bücher darüber. Von Maurice Bouquet, ein Christ, der ein Buch geschrieben hat, Bibel und Koran im Licht der Naturwissenschaft. Und es gibt ein anderes Buch von Dr. Zakir Naik in dieser Sache. Guck mal, dieser Maurice Bouquet, der sagt dort, er findet im Koran kein einziges Beispiel, was naturwissenschaftlichen Erkenntnissen eindeutig widerspricht. Das heißt, es gibt vielleicht eine Sache, die vielleicht erscheint, aber die vielleicht als Widerspruch auf dem ersten Blick erscheint, die man aber anders interpretieren kann. Und was sage ich euch hier? Brüder, ihr müsst euch hiermit sozusagen mit diesem Wissen bewaffnen. Ihr müsst diese Verse lernen. Dass ihr zum Beispiel mit jemandem redet. Ja, und dann sagt ihr, zum Beispiel Sura 21, Vers 31, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Ja? Haben sie, die den Glauben verweigern, nicht gesehen? Dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse, die wir getrennt haben. Wer sagt das? Moderne Naturwissenschaft. Woraus entsteht alles Leben? وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Und haben aus dem Wasser alles lebendig gemacht. Dann, was ist die Aufgabe der Berge? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِهِمْ. Und wir haben auf der Erde Berge gesetzt, damit die Erde nicht mit ihnen wanke, bei der Plattentektonik. Wer bestätigt das? Dr. Frank Press im Buch The Earth, was in amerikanischen Universitäten unterrichtet wird. Das Universum. Allah sagt in Sura 51, Vers 46 oder 47, sagt er, وَالسَّمَا بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُسْعُونَ. Er sagt, und den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir dehnen aus. Zwischen Salz und Süßwasser im Meer, ja, gibt es eine unsichtbare Scheidewand, sodass sozusagen das Salzwasser so und das Süßwasser absorbiert wird. Ja? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? In Sura 55, Vers 19, 20, Maraj al-Bahrain yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyan. Welche Form haben die Berge? Wie Flöcke, sie gehen tief in die Erde rein. Konnte der Prophet alles übrigens das mit dem Ausdehnen des Himmels, wer hat das festgestellt? Dr. Edwin Hubble vor ca. 40, 50 Jahren. Mit was? Mit den modernsten Geräten. Das konnte Mohammed nicht wissen, sallallahu alaihi wasallam. Oder sagen wir, er konnte nicht von selber auf dieses Wissen kommen, weil sich zur damaligen Zeit diese Geräte nicht hatten. Weil die Wissenschaft niemals so weit war. Und das ist ein lebendiger Beweis für den Koran. Dann, welche Form haben die Flöcke? Moderne Geologie. Welche Form haben die Berge? Wie Flöcke? Wer sagt das? Moderne Geologie. Wer sagt das vorher? Koran, Sura 78, Vers 6. Wal-Jibala Autade. Wir haben die Berge wie Flöcke gemacht. Wer konnte das wissen? Und davon gibt es Dutzende Beweise. Ja? Das sind Sachen, die wir lernen müssen. Dadurch sind auch viele Leute zum Islam gekommen. Dann sagst du, was hast du zu bieten? Wie konnte Mohammed das wissen? Hat ein anderes Beispiel, was Leute zum Islam bringt. Bitteschön. Das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, achi, wallahi, wallahi, wallahi. Wenn du das Leben des Propheten alaihi salatu wasallam studierst, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst mit Beweisen dafür, dass er ein Prophet ist. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Wo soll man anfangen? Hat er ein Beispiel? Inshallah. Bitte, Bruder. Seine Geburt, wo das Feuer im Persischen Reich ausgelöscht wurde. Okay. Das Problem ist jetzt, guck mal, das Problem ist jetzt, wenn du diese Geschichte erzählst, erstmal, dann wird jemand sagen, ja, haben wir nichts von gehört, aber diese Geschichte
ja, dass das Pär, dass das Feuer ausgegangen ist und dass die Balkone herabgefallen sind. Diese Geschichte ist nicht 100% authentisch. Ja? Das heißt, hier könnte vielleicht jemand sagen, ja, aber. Aber es gibt eine Geschichte, die authentisch ist bei der Geburt, dass von seiner Mutter ein Licht ausgegangen ist, das bis zum Scham ausgestrahlt ist. Aber ich habe ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn jemand sagt, der Prophet a.s.w., das ist ja das, was diejenigen, die sagen wollen, der Prophet sei kein Prophet gewesen, a.s.w., die sagen, ja, er war ein Scharlatan gewesen, der Macht gewinnen wollte und so weiter. So. Zur damaligen Zeit, die Mushrikun, was haben die geglaubt? Die haben geglaubt, dass wenn es eine Sonnenfinsternis gibt, dass das ein Zeichen ist von der Geburt oder von Tod einer besonderen Person. Das ist das Zeichen von der Geburt oder dem Tod von einer besonderen Person. Es gab eine Sonnenfinsternis am Tag von wem? Am Tag, als der Sohn des Propheten namens Ibrahim gestorben ist. Da gab es eine Sonnenfinsternis. So. Alle wussten das. Jetzt fingen die Menschen an zu reden. Schau, hier, seht ihr. Das ist ein Beweis für dafür, dass der Prophet ein Prophet ist. Hier, guck mal. Der Sohn vom Propheten ist gestorben und es gab eine Sonnenfinsternis. Wer kann es widerlegen? Was hat der Prophet a.s.w. gesagt? Inna shamsa wal kamar ayatani min ayatillah. La yankasifani limauti ahadin wala min haya. Das heißt, wala li haya. Das heißt, der Sonne und Kamakol. Das heißt, der sagt, Sonne und Mond sind zwei Zeichen von den Zeichen Allahs. Und die gehen nicht wegen dem Tod oder dem Leben von irgendeiner Person, gibt es eine Sonnen- oder Mondfinsternis. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wenn der Prophet ein Lügner gewesen wäre, es hätte noch niemand widerlegen können. Er hätte gesagt, hier siehst du, bitteschön, mein Sohn ist gestorben. Hier, guck, Sonnenfinsternis, mein Sohn ist gestorben. Aber was sagt der? Weil er der Sadiq und Amin ist. Weil er der Wahrhaftige ist. Er sagt, nein, ist Quatsch, was ihr macht. Hat nichts damit zu tun. Schau dir diese Wahrhaftigkeit an. Schau dir die Liebe des Propheten an für seine Sahaba. Salman al-Farisi war Sklave gewesen, hat den Islam angenommen und der wollte sich losverkaufen von seinem Sklavenhalter. Und der Sklavenhalter hat von ihm ein gewaltiges Opfer verlangt. Er musste 300 Palmen pflanzen, ja, die groß werden, wachsen, keine geht kaputt und 40 Unzen Gold. Wo soll Salman al-Farisi dieses Geld herholen? Der Prophet, der militärischer Führer war, religiöser Führer war, Lehrer war, alles drum und dran war, Familienvater war, der hatte für jeden ein Ohr gehabt, sein Achlag, für jeden ein Ohr. Als Salman al-Farisi zu ihm kam, was hat er gemacht? Er hat die Sahaba gerufen. Jeder sollte Palmen wählen, diese so kleine Palmen mitbringen, die man einpflanzen kann. Ja? Dann, subhanallah, hatten sie 300 Palmwedeln, kleine Palmen, und dann hat er zu Salman al-Farisi gesagt, mache Löcher für die Palmen. Und dann, was hat er dann gemacht? Dann hat der Prophet a.s.w. mit seiner gesegneten Hand für die Freilassung seines Gefährten, mit der eigenen Hand, und er war 56 Jahre zu dem Zeitpunkt und hatte tausende Anhänger, mit der eigenen Hand hat er 300 kleine Palmen eingepflanzt, damit ein Sahabi befreit wird, mit ein Sklave befreit wird, 300 Palmen. Er hätte tausend Leuten Bescheid sagen können, hier, mach das mal, aber er hat das alleine gemacht. Der Prophet a.s. stand abends im Gebet, seine Ibadah, bis die Füße anfingen anzuschwellen. Bis Gefährten Mitleid mit ihm hatten, hat er Dua gemacht. Ja, nicht irgendwie ein religiöser Führer, wo die Leute sagen, er sagt, hier, machst du, hier, kaufst du. Nein, er war selber mit dabei. Er hat selber mitgebaut. Aisha sagt, über ihn im Haus, كان في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. Der war im Dienste seiner Familie, wenn das Gebet kam, ging raus zum Gebet. Glaubt es mir. Und da gibt es so viele Wunder. Es gibt keinen Propheten, der mehr Wunder hat als der Prophet Muhammad a.s.
so viele Leute geheilt wurden, so viele Leute, wo Dua gemacht wird. Er macht Dua, der Himmel fängt an zu regnen. Die Leute kommen zu ihm im Jumu'ah-Gebet, die sagen, hier, Prophet, guck, wir sind kaputt, dürre. Der macht Dua, der Himmel geht auf, der Regen kommt runter, ohne Ende, in Strömen. Bis zum nächsten Jumu'ah, da kommen sie, Prophet, es geht alles kaputt, überall Wasser. Er macht Dua, der Himmel geht zu, es hört auf zu regnen. Ach, subhanallah, Wunder ohne Ende. Liebe ohne Ende. Dann noch etwas anderes, was ich ganz klar sage aus dem Leben des Propheten. Bruder, das Leben des Propheten, ich habe schon gesagt, da brauchen wir, um Beweise für sein Prophetentum zu nehmen, brauchen wir 20 Bänder, wie von Bayhaqi, Dalail und Nubuah. Es ist zu, ich weiß, ich glaube, da ungefähr 20 Bänder, das ist sehr viel. Es gibt zu viel. Wir können jetzt bis in 3 Jahren können wir hier noch aufzählen, was es dort alles gibt. Bis in 3 Jahren. Also so viel Wissen habe ich nicht, das meine ich jetzt nicht damit. Aber wenn ich das Wissen hätte, könnten wir so lange aufzählen. Subhanallah, seine Ibadah, sein Akhlaq und noch was anderes. Seine Ghazawat. Seine Ghazawat. Wisst ihr, die erste Schlacht mit den Römern, wie viele Leute die Muslime gewesen sind? 3000. Mashallah, wo ist der Preis? 3000, genau. Dann frage ich ihn jetzt, wie viel waren die Römer? 30.000. Falsch. Das ist doch kein Platz. 200.000. 200.000 die Römer, 3.000 die Muslime. Die Römer perfekt ausgebildet im Kampf, perfekte Waffen, die Muslime nicht so gut ausgebildet, die hatten andere Jobs zu tun, die waren nicht nur für Kriege da. Ja? So, und die hatten auch nicht diese Waffen wie die Römer. Das ist eine Kriegsnation damals gewesen seit Jahrhunderten. Diese Schlacht, die Schlacht von Mukta, ne? Was ist? Nein, lauter. Wie bitte? Lauter. Lauter? Ehrlich? Für wen? Seid ihr sicher? Ja, okay, kein Problem. Auf jeden Fall, diese Schlacht, ja? Wisst ihr, wie viele Muslime dabei ungefähr ums Leben kamen? Circa 12. Es gibt unterschiedliche Zahlen, 12, 14. Achi, stell dir jetzt mal vor, die Römer kämpfen mit denen den ganzen Tag bis abends. Khalid ibn al-Walid, erstmal, was ist dort passiert? Der erste Führer mit der Fahne war gewesen, Zayd ibn al-Haritha. Zayd ibn al-Haritha, einer der ersten Muslime, einer der Muslime vom ersten Tag. Die haben gesagt, die sind in die Menge reingegangen, da kamen so viele Speere angeflogen, das sah aus wie Bienen. Konntest den Zayd ibn al-Haritha gar nicht mehr sehen. Die waren vorher noch, guck mal, im Koran steht in Surat al-Anfal, wenn der Gegner doppelt so viel ist und ihr Sabr habt, dann könnt ihr gewinnen. Das heißt, deswegen sagen die Gelehrten, wenn der Gegner, ja, das heißt zum Beispiel Imam Malik, Imam Shafi'i und Ahmed ibn Hanbal, die sagen, nee, nicht Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i und Ahmed ibn Hanbal, die sagen, wenn in einer Schlacht der Gegner doppelt so viel ist, dann ist die Flucht erlaubt. Durch den Vers in Surat al-Anfal müsst ihr gucken zwischen Vers 60 und Vers 80. Ja? Ja, wenn ihr 100 Standhafte seid, werdet ihr 200 besiegen. Wenn ihr 1000 Standhafte seid, werdet ihr 2000 besiegen. Deswegen. Imam Malik sagt, auch wenn man gleich viel ist, aber der Amir, der Gruppe, der Schlacht, dass die Vermutung hat, die anderen haben stärkere Waffen und die werden gewinnen. Das sagt Imam Malik. Al-Aiz ibn Abdus-Salam, ein großer Gelehrter, sagt, dann ist es sogar Pflicht zu fliehen, weil es ansonsten nur negative Folgen hat für das Heer. Aber auf jeden Fall, das geht jetzt nicht um diese Ahkam al-Jihad oder sowas, ja. Also es geht um den Punkt. Ihr müsst euch vorstellen, 3000 Leute und die wissen vorher, dass die anderen sind 200.000. Die hätten sich zurückziehen können und die wären entschuldigt gewesen. Weil 3000 gegen 200, wie will das funktionieren? 3000 gegen 200.000. Okay, ich mache euch das anschaulich. Ich meine, ihr kommt aus dem Leben. Ne? Stellt euch mal vor, Schlägerei in der Disco. Ihr seid zu dritt, die anderen sind zu 200. Wie lange steht? Ja, ja. Also, ihr müsst euch sowieso von Schlägereien fernhalten. Deswegen seid ihr heute hingekommen, damit ich euch dazu motiviere, euch von solchen Sachen fernzuhalten. Aber
ich sage mal, der ein oder andere, ja, bevor er den Islam richtig praktiziert hat, hat er bestimmt solche Sachen gesehen. Wie viele Chancen hast du, wenn du zu dritt bist und die anderen sind zu 200 und die haben auch noch Waffen, die stärker sind als deine am richtigen Knüppel? Wie willst du das gewinnen? Ach, ich meine, da hast du jeden Grund, nach Hause zu gehen. Ich meine, da hast du wirklich jeden Grund, nach Hause zu gehen. Ach, Abdullah ibn Rawaha, der hat die motiviert, radiallahu anhu, und hat gesagt, dafür sind wir nur gekommen. Ach, da haben die angefangen zu kämpfen. Ich muss dir vorstellen, 3000 gegen 200.000. Wisst ihr, was ich mir vorstelle, Brüder? Ich will gerne wissen, ihr müsst euch mal reinversetzen in die Gesichter der Römer, in den Kopf eines Römers. Der kommt, da ist so ein kleiner Haufen und die kommt immer näher und der denkt sich bestimmt, ja, wenn die uns gleich sehen, vielleicht haben sie es nicht gesehen, wir werden bestimmt gleich flüchten gehen. Der kommt immer näher, immer näher und auf einmal sieht er den ihre Gesichter. Und die sind voll entschlossen. Und die zucken nicht mal mit der Wimper. Und auf einmal kommen die angelaufen. Der erste kommt schon direkt mit der Fahne. Zayd ibn Haritha, die werfen die Speere. Der sieht aus wie, der ist kaputt. Ja, so viele Speere haben die geworfen. Da kommt der zweite. Wer? Ja'far ibn Abi Talib. Ja, die schlagen ihm die erste Hand ab. Nimmt er die Fahne in die linke Hand. Schlagen sie ihm die nächste Hand ab. Dann nimmt er die Fahne mit dem, was noch übrig geblieben ist. Dann hat er am Ende 50 bis 90 Wunden. Alle vorne. Alle vorne. Und dann als nächstes Abdullah ibn Rawaha, und wer dann, der wird auch gestorben, der ist auch gestorben, und dann Khalid ibn al-Walid. Und der Prophet erzählt in Medina, bei dieser Schlacht ist er zurückgeblieben, sieht, sagt Zayd ibn Haritha ist gestorben, die Fahne hat Ja'far ibn Abi Talib genommen. Ja'far ibn Abi Talib ist gestorben, die Fahne hat Abdullah ibn Rawaha genommen. Dann sagt er, und jetzt hat die Fahne ein Schwert von den Schwertern Allahs genommen, Khalid ibn al-Walid. Am Ende sind circa zwölf Muslime gestorben. Der ganzen Schlacht. Die haben den ganzen Tag gekämpft. Khalid ibn al-Walid alleine hat 9 Schwerter verbraucht. Kannst du dir vorstellen? Der hat 9 Schwerter verbraucht. Kannst du dir vorstellen? Jetzt, dann kam die Nacht. Was hat Khalid ibn al-Walid gemacht? Es kam die Nacht, Ruhephase. Dann hat Khalid ibn al-Walid die Seiten gewechselt. Die, die hinten waren, nach vorne. Und die, die rechts waren, nach links. Am nächsten Morgen sind die Römer aufgewacht. Und die sehen alle auf einmal vor sich Leute, die sie aber nicht gesehen haben. Und da haben sie gedacht, boah nee, die waren gestern so wenig gewesen, die haben uns platt gemacht. Von denen ist fast keiner draufgegangen. Jetzt haben die Erfrischung bekommen. Neue Soldaten, was soll man denn jetzt machen? Und so haben die sich zurückgezogen, die Muslime zurückgezogen. Und so ist das Ganze heikel ausgegangen. Was will ich Ihnen sagen? Brüder, das soll kein Aufruf zum Krieg sein oder was, nicht, dass jemand falsch versteht, ja. Sondern ich will hiermit sagen, weil übrigens, dieser Krieg, wie hat der angefangen? Der hat angefangen, weil die Römer einen Muslim getötet haben, einen Boten, okay? Deswegen nochmal dazu, ja, wir sind keine Leute, die unschuldige Menschen oder irgendwas angreifen. Und es sollte sowieso, wir sollten einen guten Eindruck für die Muslime hier in diesem Land und auch in anderen Ländern hinterlassen. Aber auf den Punkt zurückzukommen, Achi, sowas ist nur möglich mit der Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und davon hast du auch in der Sunna so viele Beispiele. So viele Beispiele. Wie soll das gehen? Erzähl mal jemand, wie 3 Leute gegen 200 Leute habe ich eben 300.000 gesagt? Nee, 200.000, ja? Also 3.000 gegen 200.000. Wie will das funktionieren? Ja, haben wir ja nicht. Gut, dass du sagst. Stell dir mal vor, die haben sogar noch stärkere Waffen. Unmöglich. Und da gibt es so viele Beweise aus dem Leben des Propheten. Wie sind wir gerade auf die paar Beispiele gekommen? Sein Achlag, seine Ibadah und so weiter. Wir sind darauf gekommen, weil ein Bruder gesagt hat, das Leben des Propheten. Hat jemand noch ein anderes Beispiel, warum Leute zum Islam konvertieren? Okay, ich nehme ihn erst. Verzeih mir. Die Existenz vom Koran, wie er entstanden ist und so. Ob es überhaupt geleistet wird oder sowas. Wir weiß nicht. Ja. Wie meinst du das genau? Ja, also wie ist der Koran entstanden? Also die Menschen waren, die Geschichte vom Koran. Hm. Ach so, du meinst jetzt zum Beispiel, was Leute dazu bringt, den Islam anzunehmen, ist, dass sie zum Beispiel sehen, dass der Koran
heute genau dem Koran von damals entspricht, ja. Zum Beispiel. Ja. Man hat zum Beispiel heute Manuskripte, die zum Beispiel in Taschkent und in Istanbul vorhanden sind, die genauso sind wie der Koran von heute. Noch was anderes zum Koran. Der Koran ist nicht nur geschrieben wiedergegeben worden, sondern auch mündlich. Und hier haben wir einen lebendigen Beweis für den Koran. Ach, Koranwettbewerbe. Stell dir mal vor, die gibt eine Seite auf Chinesisch. Die musst du auswendig lernen. Ching, Chang, Chong, Bong, Jong, ja? Oder wie ist das anders? Ich will jetzt keinen Chinesen mich dabei lustig machen, aber so hört sich das ja an, ja? Ungefähr. Oder war das Koreanisch gerade? Auf jeden Fall, ja? Stell dir mal vor, du musst eine Seite auswendig lernen. Ach, das schaffst du nie im Leben. Und wenn, dann hast du es nach einem Tag wieder vergessen. Jetzt. Es kommen Kinder zu Koranwettbewerben, zum Beispiel aus China. Sag ich aus China? Die können den ganzen, die sind 10 Jahre alt oder 8, die können den ganzen Koran von Seite 1 bis circa Seite 614 auswendig. Du sagst zu dem Assalamu alaikum, sagt er Wa alaikum salam. Dann sagst du ihm Kayfa haluk, das heißt How are you? Das heißt Kakusi. Dobro, dobro. Nema Boga osim Allaha, jednog jedinog. Nein, ich muss aber sehen. Neka was ala nagradi. Sind bestimmt viele Bosnier, ne? Yes. Ja, man muss immer ein paar Wörter kennen. Ne? Stell dir vor, der sagt ein Wort, Kayfa haluk heißt auf Arabisch, wie geht's? Dann sagt er, ich nichts verstehen, ich Ausländer. Ich Außengeländer, ich nichts verstehen, ja? Sagt er dann als Beispiel. Achi, der kann den ganzen Koran auswendig in einer Sprache, wo er nichts versteht. Unmöglich. Achi, das ist ein lebendiger Beweis für den Koran. Und dafür gibt es Tausende auf der ganzen Welt. وَلَقَدْ يَسَّرْنُوا الْقُرْآنَ لِذِكْرَ فَحَلْمٍ مُدَكِّرٍ Nenne mir eine, die Bibel auswendig kann. Keiner. Noch nicht mal der Papst. Ach, vielleicht gibt es irgendwo jemanden, okay, Entschuldigung, vielleicht gibt es irgendwo jemanden, der die Bibel auswendig kann. Ach, ich glaube es mir, wenn es heute eine Bücherbombe geben würde, ja, alle Bücher wären zerstört. Das einzige, und alle Dateien im Computer, Entschuldigung, wir sind ja im Computerzeitalter, haben wir auch schon mitbekommen. Weil manche, die denken ja, diese bösen Islamisten, die wohnen alle in der Höhle, im Zelt, die machen dann immer die Kerze an, ach nee, Feuerzeug haben die nicht so, mit Holz machen die das Feuer an. Auf jeden Fall, hier, ja, stell dir mal vor, eine Bücherbombe, alle Bücher gehen kaputt, alle Dateien kaputt, gehen kaputt. Das einzige Buch, was du wieder so herstellst, Buchstabe für Buchstabe, wie es war, ist welches Buch? Der Koran. Und zwar nicht, wenn alle Muslime sich zusammentun, sondern in jeder einzelnen Stadt. Weil du überall Leute findest, sogar in dieser Moschee wirst du es schaffen, den Koran wieder so hinzukriegen, wie er war. In dieser kleinen Moschee in Graz. Wir reden nicht von einer riesengroßen Moschee in Kairo oder in Mekka oder in Medina. Sogar hier in Graz, in Österreich, glaubt es mir, wenn alle Koranexemplare verbrannt werden würden, würde am nächsten Tag würden die Muslime sich zusammentun und die könnten den Koran wieder so hinschreiben, Buchstaben für Buchstaben, unverfälscht, wie er gewesen ist. Und deswegen sagen sogar Orientalisten, wie Rudi Parrett in seinem Buch Mohammed und der Koran, ja, sagt er, dass wir keinen Grund zur Annahme haben, dass auch nur ein einziger Vers im Koran nicht von Mohammed steht. Und das steht auch im Vorwort von der Koranübersetzung von Rudi Parrett. Noch etwas. Du hast mich aufgezeigt. Du warst schon, dann nehme ich dich, du siehst so hungrig aus, eine Antwort zu geben. Mir fasziniert immer, ich schaue auch immer selber, wie der Mensch geschaffen ist. Das steht im Koran schon vor 1400 ja. Jahren und jetzt die Wissenschaftler schauen auch, das ist der, wie die Augen, wie die Nase, ja. Wie das entstanden am Bauch und der Mund. Ja. Der Bruder sagt, guck mal, das ist auch ein super Beispiel. Das hätte ich eigentlich eben schon erwähnen können. Der Bruder sagt, das ist auch ein naturwissenschaftlicher Beweis. Im Koran steht, wie der Mensch im Bauch der Mutter, im Mutterleib entstanden ist. Es wird da zum Beispiel gesagt, und das ganz am Anfang, Ikra bismi rabbik alladhi khalaq.
im Namen Allahs, der es erschaffen hat. خلق الإنسان من علق. علق. Der den Menschen aus einem علق erschaffen hat. علق kann man übersetzen als Blutklumpen, ist aber verwandt mit dem Wort علق يعلق. Was heißt das? Etwas aufhängen. علق يعلق. Ja, das heißt etwas aufhängen. So, jetzt, der Embryonbauch, wie hängt der dort? Der ist sozusagen, der hängt am Mutterkuchen. Der hängt dort. Dann ist das auch verwandt mit was? Mit Alaka, Blutegel. Was, wie arbeitet ein Blutegel? Der nimmt das Blut von einem anderen Lebewesen. Das Embryo nimmt auch das Blut, beziehungsweise die Nahrung, von einem anderen Lebewesen. Dann die Form davon in dem mikroskopischen Stadium, genau so. Dann sagen sie, danach wird es zu einem Mudra. Mudra da. Ja, das sieht aus wie ein Stück Fleisch, auf das man gebissen hat. Da haben die dann festgestellt, die haben geguckt mit dem Mikroskop, tatsächlich sieht so aus. Dann sagen alle natürlich, was wird dann natürlich der Sture sagen? Zufall. Alles Zufall. Kein Problem. Jetzt machen wir eine mathematische Rechnung. Okay. Allah sagt im Koran, يُكَوِّرُ لَيْلَ عَلَى النَّهَارُ وَيُكَوِّرُ نَهَارَ عَلَى لَيْلَ. Er dreht die Nacht über den Tag und die Tage über die Nacht. يُكَوِّرُ kommt von كَوَّرَ يُكَوِّرُ تَكْوِيرُ. Das ist verwandt mit dem Wort Kura, wie Ball, Kawara. Das kann nur passieren über einen Körper, der wie eine Sphäre ist, was darauf hindeutet, dass die Erde was ist? Eine Art, wie, ähnlich wie eine Kugel. Okay? So, wir sagen jetzt Wahrscheinlichkeitsrechnung. Welche Form könnte die Erde haben? Also rein theoretisch, könnte ein Dreieck sein. Könnte eine Pyramide sein, könnte ein Rechteck sein, könnte aussehen wie ein Duplo. Na? Ach, wie 10.000 Formen, wie die Erde aussehen kann. Der Koran, sagen wir 10.000 Formen. Okay, der Koran findet genau die richtige Form. Okay, nächste Sache. Allah sagt, die Erde, die Berge sind wie Flöcke. Wie könnten die Berge zu sein? Die Berge könnten aussehen wie, die könnten in die Erde gehen wie, wie weiß ich nicht, wie ein Regenwurm beispielsweise. Oder die könnten sich drehen, kringeln. Da gibt es auch wieder 10.000 Formen, wie die in die Erde gehen können. 10.000 mal 10.000, ja, oder 10, ja. So, und du rechnest aus, am Ende, oder durch 10.000, am Ende, du kommst auf Null. Wenn du die ganzen Beweise rausnimmst, das Lebendige, die Erde, das Lebendige ist aus Wasser, entstanden aus Wasser. Woraus könnte theoretisch das Lebendige entstanden sein? Aus Honig, Erdöl, Sand, Mutterkuchen, Muttererde, was weiß ich, alles Mögliche. Es gibt tausende Stoffe, alles Zufall. Komischerweise der Koran, der trifft immer genau die Sache, die richtig ist. Ja, und das zeigt, du kannst praktisch mathematisch berechnen, dass der Koran von Allah ist. Ja, und ich habe das mal in einem Video gemacht, wo ich das richtig also auch ausgerechnet habe. Am Ende, wenn du alles zusammen addierst, kommst du auf das Ergebnis 0,000000. Es ist klar, der Koran ist das Wort Allahs. Der Koran ist die Wahrheit. Und deswegen muss man das auch den Menschen vermitteln. Und deswegen sage ich auch jedem, gib den Menschen den Koran zum Lesen. Wenn du in deiner Nachbarschaft einen Nichtmuslim hast, der etwas Interesse hat, versuche ihm einen Koran kostenlos zu schenken. Das ist eine super Dauermethode, haben schon viele durch den Islam angenommen. Gibt es noch was anderes? Okay, jetzt bist du dran, damit ich mich keinen Ärger mit dir kriege. Die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala zum Beispiel, seine Macht, Al-Qudra, dass Allah subhanahu wa ta'ala Jesus a.s. ohne Vater erschaffen hat, viele glaubten, dass er einen Vater hat, obwohl er unser Urvater Adam a.s. ohne Eltern erschaffen hat. Ja, super Beispiel. Das ist übrigens auch eine Sache, die mich auch dazu gebracht hat, den Islam anzunehmen. Er hat jetzt ein Beispiel genommen, aber die Eigenschaften von Allah. Ich werde das anders erklären. Ich gebe euch ein Beispiel. Und ich möchte hier keinen Christen beleidigen, der heute hier ist. Ja? Wenn ein Christ hier ist oder dieses Video sieht oder im Internet sieht, ich will keinen beleidigen. Es ist nicht unser Stil, jemanden zu beleidigen oder zu beschimpfen, sondern Allah sagt im Koran, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِلَتِي أَحْسَنَ. Diskutiere nicht mit Leuten der Schrift, außer mit dem besten Weg, das heißt mit Argumenten. Aber ich sage, in der Bibel
Siehst du zum Beispiel Genesis 32, dass dort steht, Gott habe mit Jakob gerungen und verloren. Ich sage jedem, schreibe es dir auf, Genesis 32, ja, schau es dir an. Wenn die Übersetzung richtig ist, wirst du es finden. Okay? Genesis 6, Vers 6, dort steht, Gott bereute es, dass er den Menschen erschaffen hat und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Allah sagt im Koran über diese ganze Sache, über die Eigenschaften Allahs zum Beispiel. Oder ich sage es anders. Stell dir vor, du kommst jetzt bist aus dem Koma erwacht. Du weißt nichts mehr. Du warst 30 Jahre im Koma. Du weißt noch nicht mal, wo du herkommst. Du guckst nur in den Spiegel und sagst, Europäer. Oder keine Ahnung was. Ja. Also ich sehe relativ europäisch aus. Ne? Gut. Auf jeden Fall. Du guckst in den Spiegel und sagst, ja, alles klar. So, jetzt. Du weißt nichts mehr. Jetzt sagt man zu dir, ja, es gibt eine wahre Religion. Welche ist die wahre Religion? Dann geben sie dir zwei Bücher. Einmal die Bibel. Und ich sage, die Bibel ist ein Buch, in dem auch viel Gutes drin steht. Aber wir sagen, es gibt bestimmte Dinge, die verändert wurden und die Botschaft halt so verändert haben, dass wir damit nicht einverstanden sein können und dass es nicht und dass man dadurch auch in die Irre gehen kann. Aber jetzt, so in dem einen Buch steht drin, Gott hat mit Jakob gerungen und verloren. Gott schmerzt es im Herzen, dass er den Menschen erschaffen hat. In dem anderen Buch steht drin, Sure 5, Vers 16, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ يُحْلِكَ الْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمُ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Das heißt, die Ungläubigen sind die geworden, die sagen, der Gott ist der Messias, der Sohn der Maria. Die haben den wahren Glauben verleugnet. Sprich, wer kann gegen Gott etwas ausrichten? Wenn er den Messias, den Sohn der Maria und seine Mutter und allesamt, die auf Erden sind, vernichten will. Und Allahs ist das die Herrschaft des Himmels und der Erden und was dazwischen ist, er erschafft, was er will. Und Allah hat Macht über alle Dinge. Diese Schöpfung zeigt, dass der Schöpfer dieser Schöpfung es deutet sofort unmittelbar auf zwei Eigenschaften hin. Erstens, Macht. Denn niemand kann das erschaffen ohne Macht, ohne Kudra, ohne Fähigkeit. Zweitens, auf Wissen. Und das ist die Allwissenheit. Wie kann jemand, der die Allwissenheit besitzt, sagen, und es reut ihm im Herzen, dass er den Menschen erschaffen hat? Er wusste doch vorher, was der Mensch machen wird. Und was ist mit Verlieren gegen Jakob? Glaub es mir, wenn jemand vom Himmel fällt ohne Vorurteile und er liest hier im Koran Sure 5, Vers 16 und hier liest er Genesis 32 oder Genesis 6, Vers 6, der wird auf jeden Fall sagen, ich entscheide mich für den Koran. Du findest kein Buch, Brüder und Schwestern und Nicht-Muslime, die hier sind. Ich habe so viele Bücher gelesen. Du findest kein Buch auf dem Erdball und auch nicht auf dem Mond und auch nicht auf dem Mars. Sollst du mal dahin reisen, wirst es sehen, ich sage die Wahrheit, wo Allah so perfekt beschrieben ist wie im Koran. Kein Buch mit den perfekten Eigenschaften. Kein Mensch, nicht geboren, nicht gestorben. Ja? Ich hatte mal eine Diskussion mit einem Christen gehabt. Und das Christentum sagt, Jesus ist der menschgewordene Gott. Jesus ist der menschgewordene Gott. Es gibt drei göttliche Personen, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Oft, wenn ich das Christen erzähle oder Leute, die sich im Christentum zuschreiben, die sagen, das stimmt doch gar nicht. Was erzählst du? Das stimmt nicht. Wir glauben das gar nicht. Ich sage, wenn jemand das nicht glaubt, geh zur Kirche, frag. Und wenn du das sowieso nicht glaubst, dann solltest du den Islam annehmen. Weil wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist, bist du kein Christ. Katholischer Katechismus sagt beispielsweise, jemand, der nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. So, okay. Dann fragen wir,
ist Jesus Gott? Wird er sagen, ja. Dann frage ich, weiß Jesus alles? Weiß Jesus alles? Entschuldigung, Jesus sagt nicht, weiß Jesus alles? Muss erstmal anders kommen. Weiß Gott alles? Wird er sagen, ja. Dann sagst du, lügt Gott? Nein, natürlich nicht. Okay. Dann sagen wir, Jesus Gott? Ja. Du sagst, Jesus Gott? Okay. Jesus wird gefragt, in Markus 13, Vers 32, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. Nur der Vater wird dort, steht dort. Das heißt, Jesus sagt laut deiner Bibel, dass er nicht alles weiß. Hat er hier gelogen oder wusste er es nicht? Wenn er gelogen hat, ist er nicht Gott, weil Gott lügt nicht. Wenn er es nicht wusste, ist er auch nicht Gott, weil Gott weiß alles. Auf jeden Fall. Wie gesagt, Brüder, das sind so viele Sachen jetzt, die, wir haben jetzt gerade eine Kassette voll mit diesem Thema. Gibt es jemanden, der Islam annehmen will? Es gibt eine Schwester. Nein, nein. Schwester! Ja. Kein, guck mal, kein Druck auf jemanden aus. Es gibt schon Schwester. Ansonsten, wenn jemand, wenn sich jemand unsicher ist, kann auch gerne eine Frage stellen. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn jemand den Islam annimmt. Eine Schwester gibt es. Ja gut, dann, ich will Takbir machen, ist klar. Ne? Dann müssen wir früh machen, damit die Leute nicht aus dem Bett rausfallen. Okay, wenn deine Schwester die Islam annehmen will, dann soll die zur Tür kommen? Sie hat jetzt ein Mikrofon. Was? Sie hat ein Mikrofon. Allahu Akbar. Wa alaikum salam. Ist sie das? Habe ich gerade die Stimme gehört? Hallo? Wa alaikum salam. Du bist die Schwester, die den Islam annehmen oder du bist schon Muslimin? Oder? Wie bitte? Ich bin Muslime. Du bist Muslime. Ja. Ist die Schwester da, die den Islam annehmen will? Ja. Okay, die ist neben dir, oder? Ja, neben mir, ja. Ja, okay, dann sie ist Österreicherin, oder? Österreicherin. Ah, ja, super, sehr perfekt. Gut, weil ich habe gedacht, vielleicht hätte auch sein können, dass du aus einem anderen Land kommst und so weiter, auf jeden Fall. Also, du hast dich mit dem Islam beschäftigt? Reichlich Bücher lesen, super. Also du bist davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist, ja? Und du willst heute dein Leben für Allah geben, sozusagen im Sinne, dass du bezeugst, es gibt keinen Gott außer Allah, und dass du bezeugst, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, ja? Ja. Du bist davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist? Ja. Alhamdulillah, okay. Soll ich die Shahada für dich vorsagen und du sagst nach? Ja. Okay, ich sage es dir vor. Ashhadu an la ilaha illallah bedeutet, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, der ewige Lenker, Schöpfer, Herrscher des gesamten Universums, und dass er die perfekten Eigenschaften hat und dass man nur ihn alleine anbeten darf. Und wenn du sagst, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, dann bezeugst du, dass das, womit Mohammed a.s.w. gekommen ist, die Wahrheit ist. Und wenn du das tust, dann sind inshallah alle deine Sünden vergeben, die du bisher gemacht hast. Alhamdulillah, da fängt ein neues Leben an. Okay, ich sage es vor, ja, bist du bereit? Ja. Für ein neues Leben, inshallah, für die neue Geburt sozusagen, ja? Ich fange an, ja? Ja. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan Rasulullah Rasulullah Allah.